Auf der Gynäkologie erwartet Ärztin Christina Trautner jetzt die hochschwangere Paula. Weil zwei Tage vor dem errechneten Geburtstermin die Wehen eingesetzt haben, wurde die 28-Jährige von ihrer besten Freundin in die Klinik gebracht. Hallo, das ist Frau Klamt, 28 Jahre alt, Wehen regelmäßig alle 5 Minuten. Ist ganz aufgeregt, telefoniert die ganze Zeit. Ihr beide kennen uns. Wir kennen uns noch von der Kreißsaalführung. Und das? Ja, genau. Jenny-Marie Halbach, die beste Freundin, hat sie mitgebracht. Okay, sind Sie anstelle des Mannes jetzt mitgebracht? Wie wir gerade hatten schon. Sachen sind mit dem Handy weg und dann tief durch die Nase einatmen. Konzentrieren Sie sich aufs Atmen. Ich kann mich bei David mal melden. Durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder ausatmen. Sehr gut. Schön in Ruhe atmen. Schön wegatmen. So ist gut, Paula. Super. Wieso geht er denn? Ruf ihn bitte an. Ich habe Frau Klamt und ihren Freund noch von der Kreißsaalführung in Erinnerung. Da waren die beiden sehr interessiert daran, wie alles abläuft. Sie wollten uns kennenlernen, wollten schon Kontakt aufnehmen. Und so durch eine oder andere Frage hatte man sie einfach in Erinnerung. Sie konzentrieren sich aufs Atmen. Frau Doktor, guckt jetzt mal. So, ich untersuche jetzt mal. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Gibt ein bisschen Druck jetzt hier unten. Muss mal eben gucken. Och, das ist ja schon voll in Gang hier. Das ist schön. Oh, wir haben schon 6 cm circa ist der Muttermund. Oh, und ich bin schon fast am Köpfchen. Ganz toll. Ich guck mal, verklammt. Ganz ruhig. Okay. Jetzt schön durch die Nase wieder einatmen. Ich mache mal einen Ultraschall, damit wir sehen, wie das Kind liegt. Ob es auch wirklich so gut liegt, wie ich getestet habe. Einmal. Ruf ihn an, ruf alle an. Was ist denn da los bei Ihnen, Kinder? Meine Güte. Jetzt seid mal ein bisschen ruhig. Ihr Freund muss hinterher. Ja, er sollte mit dabei sein. Und wo ist der denn jetzt? Ja, wir sind heute Morgen Milch holen gegangen. Der Laden ist ein paar Minuten von uns entfernt und ich versuche ihn seit 2 Stunden anzurufen. Ich schreibe ihm Nachrichten, er liest die nicht, er antwortet nicht, ich mache mir Sorgen. Verständlich, aber das Baby geht erstmal vor. Auf jeden Fall. Ne? Wir haben 6 cm Muttermund, der Kopf steht unten. Das geht jetzt zur Sache und jetzt fahren wir in Kreißsaal und kein Handy. Hilfst du ihr runter? Bitte. Ich rufe den Kreißsaal an und sag Bescheid. Leute, das Kind wird geboren. Auch wenn die Gynäkologin versteht, dass ihre Patientin nicht ohne ihren Partner entbinden will, kann die Ärztin darauf jetzt keine Rücksicht nehmen. Die Zeit drängt und die werdende Mutter muss sofort in den Kreißsaal. Doch die Erstgebärende ist noch immer äußerst aufgeregt. Ich rufe alle an, Krankenhaus, Polizei, ist mir egal, finde ich. Mensch, was ist denn da los, sagen Sie mir, das ist ja unglaublich. Die muss sich ja jetzt erstmal auf das Kind konzentrieren und sich freuen, dass die Geburt losgeht. Die hat Angst, ne? Sie hat sehr Angst, das ist das erste Kind und ich muss auch gestehen, ich habe keine Ahnung, wo David ist, keine Ahnung. Was ich Ihnen sagen kann, ist, er hat eine frühere kriminelle Schiene gehabt und aber früher? Früher. Wie kommt er denn heute am Tag der Geburt auf sowas? Ja, das ist ganz komisch. Ich weiß auf jeden Fall, er wollte seine Schiene ändern und dass er sich auf das Baby konzentriert. Und er wollte eigentlich dabei sein heute auch. Und ja, vielleicht ist ihm irgendwas passiert. Ich würde jetzt erstmal gar nicht an Kriminelles denken. Nee. Also ich probiere. Oder der will kneifen. Das glaubt die beste Freundin der Schwangeren allerdings nicht. Marie sorgt sich eher, dass David etwas zugestoßen ist. Während Paula von Hebamme Vanessa Oswald auf die Geburt vorbereitet wird, versucht die 28-Jährige deshalb herauszufinden, wo der werdende Vater steckt. Also Paula, ich habe überall angerufen. Polizei, Krankenhäuser, ist nirgendwo aufzufinden. Das kann doch nicht sein, dass er irgendwo verschollen ist. So groß ist die Stadt jetzt auch nicht. Erstmal aufs Baby konzentrieren. Und lang ausatmen. Durch die Nase ein und den offenen Mund wieder ausatmen. Da muss hier dabei sein, sein Kind kommt. Ich kann es dir nicht sagen, Paula. Ich habe die Krankenhäuser alle angerufen. Die ist so aufgeregt. Das Baby geht erstmal vor, das ist wichtiger. Jetzt ist mal Ruhe, wirklich. Jetzt müssen wir uns aufs Baby konzentrieren. Die Rezeption weiß doch Bescheid. Die schicken ihn sofort hier hoch. Ne? Aber jetzt müsst ihr mal ein bisschen mitmachen. Das Kind hat doch ein Recht, jetzt gut da rauszukommen. Ne? Wie ist der Druck? 160 zu 80. Ja, ist nicht ganz optimal, ne? Paula, jetzt konzentrierst du dich erstmal aufs Baby und denkst an was Schönes, an das Kinderzimmer und an die Gestaltung und hast dir keine Sorgen mehr. Super.
Paula, versuch mal ganz bei deinem Baby jetzt zu bleiben, ja? Konzentrier dich. Tolles Kinderzimmer, alles geliehen. So, es ist nicht alles, wie ich mir das vorstelle. Rolle. Alles gut. Jetzt ist es wichtig, dass wir im Hier und Jetzt bleiben, okay? Paula, schau mich mal an. Alles gut? Ja? Ich würde noch mal nach dem Muttermund tasten. Okay, dann wissen wir Bescheid, wie weit wir sind, okay? Ich hab den ordentlich abgehetzt, jungen werdenden Vater. Schatz! Oh mein Gott, wo warst du? Schatz, ist was dazwischen gekommen. Was ist denn dazwischen? Alles gut, beruhig dich. Na, Gott sei Dank, dass Sie jetzt da sind. Sind Sie so lieb, tun Sie Ihre Jacke mal eben zur Seite, damit Sie alles gut, alles gut. Alles. Sie können doch gar nicht zufassen. Nein, es ist alles gut. Ich komme mal rum, ich nehme Sie. David, du siehst gar nicht gut aus. Du bist total verschwitzt. Ich nehme mal die Jacke. Sag mal, ist das Blut an der Hand? Was ist denn das? Was für Blut? Was? Moment mal, junger Mann, Moment mal. Lass uns mal runter. Moment. Paula, alles okay. Was hat er denn? Wieso blutet alles er? Gut, alles gut, alles okay. Psst. Mal versuchen zu konzentrieren auf die Wehe. Herr Malzer hat geblutet. Das konnte ich sofort sehen. Der ist umgekippt, der war kaltschweißig. Für mich war der wichtigste Moment abdrücken, Wunde abdrücken, Blut sparen, dessen Kreislauf schon hinlegen und sofort meinen Kollegen zur Hilfe rufen. Ist gerade eben hier passiert? Ja, gerade eben hier. Ach, Jesus Gott, hallo. Hier, guck mal. Ich weiß es nicht. Okay. Okay. Wir wollen mal bitte einmal Kompressen fertig machen, Verband fertig machen. Ja. So, schön. Wir haben schon komprimiert die ganze Zeit. Okay, wir haben eine relativ stark blutende Wunde im rechten Unterbauchbereich. Wir haben schon vorkomprimiert, Frau Kollegin. Ja. Soll ich einen Zugang mal legen? Ja, bitte machen wir einen Zugang. Bitte in der Gefäßchirurgie einmal anrufen. Ja. Wie geht es dir? Ja. Wieso bist du verletzt? Die Gefäßchirurgie informieren. Wir haben hier eine Stichverletzung. Kann mir irgendeiner sagen, wieso er verletzt ist? Die Kollegin hat völlig richtig gehandelt und sofort versucht, die Wunde zu komprimieren. Als ich mir die Wunde aber jedoch kurz anschauen wollte, habe ich direkt gesehen, dass es sich hierbei um eine arterielle Blutung handelt. Das heißt, dass hier viel Druck auf der Blutung drauf ist. Der Patient droht, viel Blut zu verlieren. Das ist schon eine richtige Notoperation. Und da muss man auch abschätzen, inwieweit der Patient unter Lebensgefahr steht. Schatz, hinlegen, konzentrier dich auf die Geburt. Alles gut. Alles wird gut. Wunderbar. Alles läuft. So. Und gutes Gelingen bei der Geburt. Ja, danke. Schön hier Druck draufbringen. David! Hier Druck draufbringen. Während Frederik Seehauser um das Leben des werdenden Vaters kämpft, gilt es im Kreißsaal, das Baby gesund auf die Welt zu bringen. Mit der Unterstützung von Freundin Marie meistert Paula die Geburt und kann dann endlich ihren Sohn in den Armen halten. Na Gott sei Dank, jetzt ist ja alles geschafft. Wie heißt der denn, der Kleine? Ben. Oh, so ein schöner Name. Und er hat goldige Wimpern, guck mal. Ja, das hat er, aber was ist, wenn er jetzt ohne Vater aufwachsen muss? Was ist denn mit... Was ist mit meinem Freund? Wie geht's damit? Der ist doch schon im OP. Ich rufe da gleich an. Was heißt denn OP? Wieso OP? Na ja, der hat ja eine Blutung, der hat eine Verletzung, der hat ein Loch am Bauch. Man muss ja das irgendwie versorgen. Sie haben ja gesehen, wie es ihm geht. Na, aber die Kollegen sind bei dem. Sie haben doch gesehen, der ist ja, Gott sei Dank, hier im Krankenhaus ist das passiert. Gott sei Dank. Ich mach mir so irgendwas. Was heißt denn im Krankenhaus? Na, das wäre ja schlimmer, wenn er jetzt im Park gelegen hätte mit seiner Verletzung. Das stimmt. Sie hat ja noch super Glück gehabt, dass das hier bei uns gewesen ist. Ich mach mir Sorgen. Ich will wissen, wie es ihm geht. Ich rufe gleich mal an. Ich denke, dass ich noch nicht viel erfahren kann. Er ist ja erst seit ein paar Minuten im OP. Trotz dieser ganzen Umstände lief die Geburt total normal ab. Der kleine Ben kam auf die Welt, quietschfidel, gesund. Und trotz diesem ganzen Drumherum konnten wir uns wirklich mit der Paula zusammen freuen, dass die Geburt so reibungslos ablief. Ob auch die OP des frisch gebackenen Vaters ohne Probleme verlaufen ist und vor allem, wie er sich die lebensgefährliche Bauchwunde zugezogen hat, ist dagegen noch ungewiss. Eine Stunde später sind Mama Paula und Söhnchen Ben zurück auf Station und warten immer noch gespannt auf Neuigkeiten. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute für Sie beide. Danke. Mal gucken. Süß. Ja, echt süß. Ein kleiner gut Engel. Gemacht. Ja. Schon ganz viele war Fotos. Stressig, ne? Ja, es war es auch. Ich mache mir nach wie vor Sorgen, haben Sie irgendwas Neues wegen meinem Freund? Er ist schon in der Chirurgie, also auf Station zurück. Operation ist gut verlaufen. Er ist natürlich noch ein bisschen müde und schläfrig, aber soweit ist alles in Ordnung. Weiß man, was passiert ist? Wieso? Was war da überhaupt? Ich mache mir totale Sorgen. Also genau weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, er ist auch gerade nicht alleine. Der Bruder ist da. Der Bruder? Ja, das wurde mir so gesagt aus der Chirurgie. Was macht der? Nein. Wieso? Was ist?
Nicht gut? Ich sehe schon kommen. Die nein. Ich will nicht, dass man... Nicht so aufregen, ne? Ich messe mal den Blutdruck. Was ist denn mit den beiden? Die haben halt eine blöde Vergangenheit hinter sich. Die waren halt nicht die Liebsten und nicht die Engelchen. Die haben halt viel Mist gebaut, mal ein bisschen mit Hehlerware rumgedealt, damals einen oder anderen Laden überfallen. Also haben eine dunkle Vergangenheit. Und ja, der David hat den Absprung geschafft. Mhm. Führt ein normales Leben. Und jetzt kommt wieder dieser... sein Bruder in die Quere. Und ich habe jetzt einfach Angst, dass mein Kind jetzt ohne Vater aufwachsen muss. Und für mich reimt sich das jetzt alles zusammen. Der taucht hier auf mit Blut verschmiert, verletzt, wird operiert. Ich kann ihn nicht auffinden. Jetzt beruhigen Sie sich aber mal. Ich dachte jetzt im ersten Moment, ist ja ganz schön, dass er jetzt nicht so alleine ist. Sie müssen aber nicht mit diesem Menschen. Ich würde gerne zu ihm. Ich muss mit ihm reden. Der Bruder von Frau Klamps Freund war ein rotes Tuch für Sie, weil halt die beiden mal kriminell waren. Ist natürlich eine schwierige Situation für Sie. Die beiden waren verurteilt worden. Und ja, jetzt hatte sie Angst, dass er seine Bewährungsstrafe dann doch im Knast absitzen sollte. Hallo, Sascha. Hallo, Schatz. Schön, doch gerade. Geht's dir gut? Ja, geht aber um dich. Ja. Was, möchtest du mir etwas erzählen? Was ist das hier für ein... Okay, wie soll ich dann denken? Herr Malte, soll ich vielleicht kurz erklären, was wir gemacht haben? Ja, das wäre vielleicht erstmal hilfreich. Dass also, ich weiß, Sie haben das ja mitbekommen, wir hatten diese Punktions- oder Stichverletzung im rechten Unterbauchbereich. Ja. Diese wurde verschlossen und genäht. Das Problem war halt, dass Sie aufgrund dessen, dass das Ganze sehr akut war, ja etwas mehr Blut verloren hatten, als das vielleicht üblich ist. Glücklicherweise festzustellen war aber für uns intraoperativ, also während der Operation, dass keine wichtigen inneren Organe verletzt worden sind. Es gab keine Stichverletzung, was auch wichtig ist, im Darmbereich. Weil das könnte schwerwiegende Komplikationen haben, wenn Darmbakterien in die Bauchhöhle ausstrahlen, Entzündungen, bis hin sogar zur Lebensgefahr. Aber Gott sei Dank konnte das alles verschlossen werden. Die Oberflächengefäße konnten veröden, koaguliert werden. Sie konnten die Wunde vernähen. Es ist alles gut, so wie es aussieht. Es war einfach ein Unfall. Ne? Also mein Bruder hat mich eben angerufen. Schön, dass du auch da bist. Und der hat halt wieder einen Plan geschmiedet. Und ich bin dahin und wollte ihm das einfach ausreden. Ne? Wieso verstrickst du ihn schon wieder in irgendetwas? Du weißt ganz genau, dass der da raus ist. Es ändert aber nichts daran, dass du ihn schon wieder zu irgendetwas verleiten wolltest. Aufhalten. Du weißt ganz genau, dass dein Bruder Vater geworden ist oder wird. Oder zu dem Zeitpunkt. Stand es wenigstens, dass der Vater Also was wird. Ist denn jetzt vorgefallen? Woher kommt denn diese Klartext. Stichverletzung, Herr Malzer? Das war ich aus Versehen. Wirklich aus Versehen. Ich wollte den Laden überfallen. Er kam an, wollte mich aufhalten. Milch kaufen, ne? Wir haben ums Messer gerangelt und dabei habe ich ihn aus Versehen getroffen. Das war eben dieser Unfall. Das hätte aber richtig ins Auge gehen können. Ja, ich weiß. Und ich sag mal, am besten, dass ich mir Hilfe, weil dass mein eigener Bruder verletzt wird, das wollte ich nicht. Das wollte ich garantiert nicht, das musst du mir glauben. Schön fand ich, dass gerade der Bruder meines Patienten am Ende sogar noch einsichtig war. Denn er hat versprochen, sein Leben zu ändern bzw. einen Lebenswandel zu vollziehen. Denn ihm ist klar geworden, dass er beinahe durch die Verletzung seines eigenen Bruders einem Kind seinen Vater geraubt hätte. Und das wäre auch für ihn so nicht tragbar gewesen. Der kleine Ben. Guck mal, das ist der Ben. Süß. Mann, ist der süß. Ja. Der hat ja was von seiner Mama, oder? Mhm. Ja, viel mehr von dir. Und ich hoffe, dass ihr beide das endlich kapiert habt und dass wir einfach vernünftig in die Zukunft können. Die 28-Jährige und Söhnchen Ben durften die Klinik schon 2 Tage darauf verlassen. Auf den frisch gebackenen Vater mussten sie noch 5 Tage warten. Mittlerweile hat sich die kleine Familie von dem unerwartet turbulenten Krankenhausaufenthalt erholt. Davids Bruder Sascha hat sich wie versprochen in Therapie begeben.